Das wiegt nicht das Pulver. Ach Mann, jetzt habe ich das so spät gelesen. So, dann kann ich jetzt endlich die Hauptquest weitermachen nach einem kurzen Quicksave. Oder habe ich noch irgendwelche Nebenquests, die ich... Extras... Nee, Fertigkeiten... Mann, ich bin zu doof. Aufgaben, da. Mein... Was? Optional? Idee zum Gipsenschrottplatz? Niemals! Übernippten nach Novak, finden Sie die Quelle... Feile ich an... Nee, das möchte ich nicht, das ist ja alles ein DLC. Ja, dann kann ich ja nur noch das hier machen. Da sind sie lang. Nach Nipten reisen. Wo ist denn Nipten? Das müsste ja eigentlich die Straße runter sein, oder? Machen wir mal die Weltkarte. Da ist Nipten. Das heißt, ich muss hier einfach nur die Straße lang. Das ist ja schön. Burn, spielt doch das Kartenspiel. Ja, ich kann das immer noch nicht. Ich möchte jetzt, ich möchte mir das mal in Ruhe durchlesen, die Regeln dazu. Am besten offscreen. So, kann ich hier einfach runterspringen? Ja, klar kann ich. Ich hoffe, was passiert, was mache ich, wenn der kaputt geschossen wird, der Kollege? Aggressiv sein? Oh Mann. Steampack benutzen, hier warten, reden mit. Ach so. Lass mich mal den... Multitools Recycling? Ach so, ich... Oh, was man hier nicht alles machen kann. Die Möglichkeiten sind ja schier grenzenlos. Burn, spiel doch das Kartenspiel. Ich will dich failen sehen. Geh danach auf Taktik. Er soll doch nicht sterben. Ach, warte. Taktik, Moment. Aggressiv sein. Kann ich denn hier auf Abstand gehen? Inventar öffnen? Nahkampf? Nein. Kann ich denn hier sagen, dass er... Warten, öffnen, Lager, Gefolgsleute, Protokoll terminieren? Was? Weiter? Bestätigen, abbrechen? Ich glaube, jetzt habe ich noch aggressiv gestellt, oder? Was? Nein! Nein! Oh Mann, ich Idiot. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich das Vieh wieder zurückgeschickt. Das wollte ich doch gar nicht. Dass ich mich mit neuer Technik immer so schwer tue. Ach Mann. Da war ich gerade auf so guten Weg aus der Stadt raus, dann passiert mir sowas. Hallo, Edi. Hallo. Protokollstart. So. So. Lager offen. Achso, ja, das ist sein Dings. Aber ich möchte jetzt bitte, dass er nicht mehr... Ach so, Gefolgsleute Protokoll. Ah, so, verstehe. Das, das... Ich zu doof. So, aggressiv sein ist er nicht. So. Distanz halten. Ich lasse ihn jetzt einfach genauso, wie er ist. So, wir haben verlassen. Alles gut. Was? Das Taktik-Interface? Hä? Beim Reden. Warte mal. Ihr verwirrt mich alle mit dem Begleiterprotokoll. Taktik-Interface öffnen. Kampf-Interface? Ah. Es war kein piepsendes Geräusch. Nahkampf, Fernkampf. Passiv. Genau. So. So. Jetzt verhält sich der Bursche passiv. Und ich dachte, das ist auch richtig. Weil dann greift er niemanden mehr an. Hoffe ich zumindest. Und wird auch nie angegriffen. Naja, wenn sehe ich das ja. Ich speichere ja eh von den meisten Gefechten ab. Dann kann ich den guten EDE ja immer noch nach irgendwie warten. Aber was ist denn das da hinten? Das sieht so aus, als wenn das... Zwei große Steinfiguren, die sich die Hand geben. Ich hab's gewusst. Kannst du auch Abstand auswählen? Ja, kann ich. Ich probiere es einfach, wie es so geht. So. Oh, sind wir wieder on the road. Nachdem wir ewig im Prim waren. Ist aber schon lange nichts Neues mehr passiert. Also viel Öden, das muss ich sagen. Sind halt viel rumgerannt, haben so Organisationen gemacht. Oh, da vorne weiß ich noch. Da kämpfen gleich irgendwelche gegen irgendwelche. Möchte ich da wirklich hin? Oh Mann. Ist kein Stein. Wie ist es kein Stein? Es werden doch keine riesen Roboter sein. So, guck mal, da hinten sind irgendwelche lustigen Banditen. Na, komm. Die sind aber gerade irgendwie auf was anderes aggro. Ich versuche das mal ein bisschen zu umgehen, weil ich weiß schon, dass da vorne was passiert. Hat irgendwer Skype nach Lust, nach dem Stream DayZ zu spielen?
Ach, der See, da wird irgendwie jetzt letzte Zeit viel gescheatet, habe ich mir sagen lassen. Ich spiele das ja auch nicht mehr. Was aber eher organisatorische Gründe hat und Zeitprobleme. Spielt über Borderlands, das ist ein lustiges Spiel. Macht viel Spaß. Würde ich jetzt auch spielen, wenn ich nicht Stream angekündigt hätte. Warum ist denn der Typ da so hinten so unterwegs, so aggressiv? Was hat er denn vor? Schleichenburn? Guter Plan. Oh, Vorsicht. Der andere Bursche? Die sind nämlich halbwegs gut bewaffnet, die Jungs. Und vor allen Dingen gepanzert. Schießen nicht auf mich. Hat auf einen Banditen umgenietet. Die sehen mich nicht. Meinen komischen Roboter auch nicht. Auch wenn ich gar nicht so richtig weiß, was mein Roboter eigentlich macht. Das passt schon. Nicht gescheatet, gehackt. Ja, ja, es kommt das Gleiche hinaus. Es hat für dazu, dass die Leute irgendwelche Waffen haben, die sie nicht haben sollten. Wo man sich früher noch alles mühsam erschleichen musste. Komm, Bursche. Komm voran. Ich will ja nicht ewig rumstehen. Die Zuschauer warten auf dich. Shit. Wer oder was hat mich gerade entdeckt? Also. Ein Leuchtender! Ah, ein Ghoul! Und zwar ein stark verstrahlter, aber ich versuche den mal im Kopf zu treffen, weil. Was nicht genügend. Nein, ich Idiot! Ich habe irgendwie anscheinend meine. Wie komme ich zu der Ehre zum Leuchtenden? Ja, liebe Freunde, das war ein Ghoul. Die gab es schon in Fallout 3, nur da waren die irgendwie nicht ganz so mächtig. Also doch, oh Gott, hier habe ich gespeichert. Oh, ich Idiot. Also die leuchtenden Ghule sind besonders starke Ghule. Ich glaube sogar die stärksten, weil die sind... Also, das kann ich auch ein bisschen... Das kann ich ja prollen mit meiner unglaublichen Fallout-Geschichten wissen. Also es gibt verschiedene Stufen an Ghoul-Sein. Es gibt einmal die Ghulen, mit denen kann man noch kommunizieren. Und je mehr Strahlung ein Ghoul... Also... Ich sollte vielleicht ganz vorne anfangen, nicht mittendrin. Ein Ghoul ist ein Mensch, der zu viel Strahlung abgekriegt hat. Und da gibt es dann verschiedene Stufen. Die ersten Ghouls, die normalen Ghouls, mit denen man noch reden kann, die haben noch ein bisschen Intelligenz behalten. Die sind noch ziemlich intelligent. Die sind einfach nur immun gegen Strahlung und sind halt eigentlich noch Menschen, sehen halt sehr komisch aus. Und sind vor allen Dingen unsterblich, aber können sich nicht reproduzieren. Sind also steril. Und je mehr Strahlung ein Ghoul abkriegt, desto mehr wird er zur rasenden Bestie und verliert halt seine Intelligenz. Und die richtig stark verstrahlten Ghoule sind halt die Leuchtenden. Die strahlen nämlich so sehr, also die können kleine Explosionen machen. Strahlenexplosionen. Ja, und diese das war gerade so ein Leuchten. Und die Leuchten sind, glaube ich, auch die stärksten Ghoul, die es so weit und breit gibt. Na. Naja. Burning One. Burn, bleib auf der Straße. Okay. Dann bleibe ich auf der Straße. Ach, warte mal. Ich sollte vielleicht meinen Fehler von vorhin wieder gut machen. Wo war denn hier Inventar? Inventar öffnen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass die 5,56 Munition, die brauche ich doch, und zwar für mein Kleinkalibergewehr. Weil so kleinkalibrig ist das Ding nun doch nicht. Boah, die Musik. Na. Arkan, Vorsicht. Und Schleichenburn. Ja, mache ich doch schon alles. Weiß aber immer nicht so richtig, was die da vorne machen, aber wenn der sich jetzt umdreht, ist doof. Ich schätze mal, die Ghule kam von da hinten. Also hier von der Straße abzuweichen scheint irgendwie keine gute Idee zu sein. Was steht da? Fuck you an der Tür. Das ist ja schön. Ja, kämpft, Leute, aber bitte nicht. Ich hoffe, das Vieh greift nicht an, aber es ist ja eigentlich passiv. Könnt ihr bitte mal aufhören, meinen Ede-Roboter zu machen? Mitglied der Schakale. Sieht ja nicht mehr so gut sind aus. Oh, den hat zerrissen. Schön. So, okay, der greift noch nicht meinen Ede-Roboter an. Jetzt greift er meinen Ede-Roboter an. Und dann ist ja noch einer. Das ist ungut. Ungut, sehr ungut. Den in den Torso schießen scheint mir auch nicht die beste Idee zu sein. Warte mal, der hat... Cool. Die waren jetzt gerade nicht auf mich aggressiv. Das ist ja schön. Gut, dass ich nicht getroffen habe. Welch unglaublicher Glücksfall. Na egal. Ja, aber jetzt muss ich trotzdem die beiden Typen davon. Was zur.
Also ich habe das Gefühl, dass dieser Momot ganz tolle Blüten treibt. Alter Schwede. Naja, mal gucken, wie ich daran vorbeikomme. Erstmal muss ich irgendwie die Pulvermantine tot kriegen. Und am besten nicht im offenen Gelände. Oh, ich speichere mal ab. Oh. Warum macht er das? Hä? Ich glaube, er möchte mich motivieren. Aber ich finde ja die Riesenbiene da hinten irgendwie... Warum rennt die auf der Straße rum? Oh Gott. Na. Ich glaube, das ist eigentlich so ein ehemaliger... Dann eventuell erst später anschalten würden, wenn höhere Stufen oder bessere Waffen. Meinst du, ich soll den Momot wieder ausmachen? Naja, es ist halt so, dass das in der Wüste halt gefährliche Viecher rumrennen. Aber obwohl das... Aber für das Vieh finde ich da echt ganz schön extrem, muss ich sagen. Oh. Und die Ghule sind auch schon wieder da. Aber ich glaube, einen Mutant-Ghul kriege ich noch tot. Obwohl, nee, kriege ich nicht. Ja, ich bin gerade echt überlegen, ob ich den Momot vielleicht doch mal wieder ausschalte. Aber ich wollte es ja unbedingt schwer haben, nicht wahr? Gut. Ah doch, den krieg ich tot, den krieg ich tot. Wenn ich mein... Wenn das der Einzige war, ist er jetzt tot. Hat er viel Schaden gemacht. Und ich meine, der Ghoul wäre auf jeden Fall ohne Momot, glaube ich, gekommen. Björn, das mit den Geckos ist eigentlich nur eine Anfängermission mit normalen Geckos. Ja, aber ist dann halt so. Ich versuche das nochmal eine Zeit, mich da durchzuquälen mit. Ich meine, das Riesenvieh da vorne finde ich ein bisschen extrem. Warte mal, das können wir eventuell mal kurz rausnehmen. Ich hau das mal weg, ne, weil das ist vielleicht doch ein bisschen über. Ich kann es nicht bemoven, oder? Aber ich kann es aber vielleicht heilen. So. Das Vieh ist vielleicht doch ein bisschen immer, weil das, ich glaube, das ist nicht vorgesehen, dass das hier draußen rumrennt. Das sollte vielleicht irgendwie eher auf ein paar hinteren Bergen sein. Das, ja, jetzt habe ich natürlich die Jungs hier ein bisschen durch glücklich tot gekriegt, aber was soll's. Psycho, Terpentin. Wir können es ja einfach so machen. Alle Viecher, die ich ein bisschen zu überstark halte und die ich absolut nicht schaffe, schieße ich einfach tot. Erstmal für die erste Zeit. Und werde damit ein bisschen die Realität nachschleifen. Sie verziehen sich besser. Aber er greift mich nicht sofort an, ne? Ziehen sich besser. Okay, ich komme bis ran. Du bist tot, Junge. Wer so viel Zeit damit verbringt, Warnungen zu schreien, hat das nicht besser verdient. Dynamit. Ah, könnte ich einfach wieder mitnehmen. Ist ganz praktisch eigentlich, davon ein paar dabei zu haben. So. Ich weiß, dass hier drin irgendwas war. Warte mal, wo ist denn? Da. RNK-Feldjäger. Wer war so, als wären hier irgendwelche anderen Leute drin gewesen? Hey. Ach, die Schakale sind hier. Wenn ich treffe, ist er tot. Nee, Idem. Hier war doch noch eine. Wo sind die hin? Warum brennt die denn? Hat die Eddie schon platt gemacht? Eddie ist ganz schön mächtig, habe ich das Gefühl.